Erneut haben tausende Menschen in Deutschland am Mittwoch gegen Rechtsextremismus demonstriert. Wie hier am Abend in Berlin ging es dabei vor allem auch gegen die AfD. Auslöser war ein Bericht der Rechercheplattform Korrektiv über ein bis dahin nicht bekanntes Treffen von Rechtsextremen und Parteimitgliedern. Dabei soll es unter anderem um Pläne für eine massenhafte Vertreibung von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte gegangen sein. Und wir haben Ziehsohn aus Afghanistan und der seit vielen Jahren bei uns lebt. Und da können wir bei sowas nicht einfach zugucken. Ne? Geht nicht. Ja. Weil ich finde, dass die Gesellschaft und ich ganz persönlich auch was dagegen tun sollten, dass die Rechten zu viel Macht bekommen in unserem Land, weil viel zu viele Menschen AfD wählen. Und das Treffen in Potsdam hat mich erschüttert. Und es sollte auch geprüft werden, ob die AfD verboten werden kann. Und wenn es so ist, dann finde ich, sollte man das auch tun. Nach der Veröffentlichung des Berichts waren in Deutschland zehntausende Menschen gegen rechts auf die Straße gegangen.